Hier ist ein Karabinerschütze gewesen. Karabiner zeckt aber immer ordentlich, das ist das Problem. Es ist echt auf gut Glück schießen. Ich kann nicht mehr machen. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so schlecht. Okay. Da war jemand. Scheiße. Okay. Das hat ja super funktioniert. Erstmal in Deckung gehen. Weil ich mal viel. Wenn ich überfordert bin und nicht so wirklich weiß, was ich tue. Das ist mein nächste Deckung. Bisschen, wie ist das denn? Gladiators, genau. Verstehen werden! Weg, Sau. Ja, okay. Jetzt haben wir sie, glaube ich, fast alle. Ah, jetzt muss ich das Magazin leer sein. Jetzt will ich eine MP40 haben. So ein Penner. Erstmal hinlegen. Wo seid ihr denn? Und wo schießt ihr? Hinter der Mauer oder was? Ihr seid doch im Gebäude. Na! Wie wahnsinnig. Okay. Ich will wissen aber, ob hier noch eine Waffe liegt. Ich will das Abzeichen haben, die Waffenabzeichen. Die ich sehr, sehr gerne haben wollen. Ah, geile Mucke wieder. Okay, Munition. Ich glaube, die MP40 gibt es hier wahrscheinlich gar nicht. Gibt es eigentlich in jedem Level so ein Waffen-Upgrade? Das wäre eigentlich ganz nice. Wenn, dann will ich es auch finden. Aber euch sieht man das so gut. Warte mal, ich will mal kurz ein bisschen hier. Für all die, es nicht mitbekommen haben sollten. Weil mein Fernseher, der hat ja leider den Geist aufgegeben bei Frontschweine. Den alten, den ich habe. So ein bisschen heller machen. Oh, 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 ist das gut. Oh, ich kann was sehen. Ha. Schön, dass ich nicht eher auf die Idee kam, ne? Jetzt habe ich nämlich einen richtig kleinen Fernseher, mit dem ich damals... Oh, das ist so gut. Das ist so viel besser. Egal. Mit dem ich damals auch Crash Bash viel gespielt habe, als ich offscreen die Putin-Relikte geholt habe. Ja, das ist genau der Fernseher. Der hat sehr gute Dienstleister, aber halt nur 12 cm großes gefühlt. Oh, ich kann was sehen. Das ist so schön. Hi. Okay, das sind die deutschen Uniformen. Keine MP40 für mich. Dann sei es so. Fernal! Ja, okay, das hat nicht so gut funktioniert mit der Granate. Bäh. Hi. Na? Durchs Fenster gehauen. So. Die Motherfucker. Mofo. Bin ich etwa zu nah dran fürs Maschinengewehr? Noch einer? Wieder in die Fresse. So. Was los, hä? Habt ihr ein Problem? Okay, da ist nix. Oh, sind wir hier auf dem Friedhof in der Nähe von der Kirche hier, ne? Offensichtlich, ja. Wow, 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 wow. Muss mir auch mal vorwarnen, ihr Säcke. Ach, ich kann das nicht, das ist echt ein Traum. Das Blöde ist, ich weiß halt nicht, wer was sagt, ne? Also in den englischen Versionen oder englischsprachigen Versionen, da hört man natürlich die Deutschen auch Deutsch reden, ne? Das ist eigentlich immer sehr nice und war auch immer sehr atmosphärisch. Aha, 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 aha. STG-44. Ein neues Maschinengewehr. Maschinen, genau. Das war die Bar, die ich hier hatte? Das ist aber eigentlich voll die geile Waffe. Also bei den alten Teilen war die mega gut. Hier finde ich die nicht so gut, muss ich sagen. Die Brown Automatic Rifle, so hieß die, glaube ich. Alten Teilen wirklich mega gut. Wo muss ich hin? Ich folge euch einfach mal, ne? Wo seid ihr denn hingelaufen? Gab's hier noch einen Weg? Bin ich blöd? Wo seid ihr denn? Ich bin bei den Kameraden nicht mehr. Ah, schön. Ach, wir gehen einfach mal wieder nach draußen. Warum eigentlich nicht? Hui. Ich weiß.
weiß nicht, wo meine Kollegen sind. Die müssen ja irgendwie runter oder hochgegangen sein, oder? Bin ich jetzt komplett betrunken? Also höchstwahrscheinlich, ja, aber... Ah! Guck mal, da ist ja eine Treppe. Da sind sie bestimmt hochgegangen, oder? Yep. Da auf dem Friedhof! Könnt ihr hinter das Ende, ja, steht ja schon direkt richtig. Ohne in der Sonne. Beschütze Sergeant Magnuson. Ich will keinen beschützen, nee. Beschützen ist immer doof. Meine Kameraden generell beschützen, ja. Ist in Ordnung. Die Waffe ist aber eigentlich wiederum hier gar nicht mal so schlecht. Sehr genau. Okay, ich glaube, damit zusammenhängen, dass ich jetzt einfach sehe, wo ich hinziele. Okay, fallen die Soldaten schon aus dem Himmel? Okay, kurz nachladen. Nur eine Schlachtplatte hier, ey. Schlimm ist das. Ja? Okay, ich ziehe mich ja schon zurück. Hast gewonnen. Ich möchte meine Medaillen bekommen. Ich stehe ja neben dem Fenster schon ein. Wo soll ich hin? Ne? Oh, Alter. Vor allem, wenn der sich die ganze Zeit hier immer in den Weg stellt, ne? So, weg mit dir. Okay. Ich glaube, was Ähnliches gab es übrigens auch. Ich überlege gerade, weil ich habe Man of No Heroes damals relativ viel gespielt. Also gerade auch bei der Bundeswehr. Weil ich meine PSP damals hatte. Ich meine, da gab es auch so ein ähnliches Modell irgendwie, was auch Medaillen betraf. Ich meine, da gab es, glaube ich, immer einzelne Ziele, die man erfüllen musste. Und ich habe auch alle geholt gehabt, bis auf einen. Die habe ich einfach nicht hinbekommen. Das war irgendwie in der Schneegegend, da musste man irgendwie 40 Gegner kaputt machen. Man hatte Zeitdruck, weil man bestimmte Bereiche, glaube ich, einnehmen und halten musste. Und ich habe es irgendwie nicht geschafft in der Zeit. Einfach nicht genug Leute gespawnt. So, wunderbar. Keine Munition mehr. Passt ganz gut. Oh, hier kommen Panzer. Hier kommen Panzer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach so! Du wurde gefangen genommen. Aha! So, wie gesagt, hier ist ein Panzer. Ich wusste doch. Okay. Ja, super. Wurde ich jetzt gefangen genommen? Ich will keine Stealth-Mission. Nee, Stealth-Mission brauche ich jetzt wirklich nicht. Nee, nee. Lass das mal schön sein. So, wunderbar. Ich habe den ersten Bereich ja schon mal erfolgreich absolviert. Ist auch von der Länge sehr angenehm, muss ich sagen. Immer so 10 Minuten, viele Stündchen pro Teilmission. Gefällt mir. Aber offensichtlich habe ich nicht alle Waffen benutzt. Wahrscheinlich, weil ich das lafettierte Maschinengewehr nicht genutzt habe. Ich denke jetzt gerade wieder an Medaillen. Deswegen. Mann, Keegan, hast du einen Dickkopf? Der Schlag hat gesessen. Eilung, bevor sich die Deutschen weiter eingraben. Okay, also ich wurde nicht gefangen genommen. Das finde ich erstmal gut. Zerstöre die Brücken. Okay. Wie viele sind's denn? Jetzt habe ich wieder mal schön meine Bar. Bevor ich sehe, was das ist, wirklich Gold wert. Ich kann es nicht anders sagen. So, ich muss ein paar Kopfschüsse machen. Wegen der Medaille, die ich ja schon gerne hätte. Na los. Das war leider kein Kopfschuss, glaube ich. Ah, eine MP40 haben wir. Nice. Und ich hab... Oh, ich hab... Oh, okay. Zwei Maschinengewehre kann ich auch gerne nehmen. Kein Problem. Sehr, sehr gerne sogar. STG-44. Dann tausche ich mal die Bar aus. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Da muss man auch jede Waffe nur einmal in der Hand haben und abgeschossen haben. Ich weiß nicht, ob man damit wirklich einen Abschuss machen muss. Das werden wir dann ja sehen. Da können wir nicht rein. Wie Brücken sind's denn? Wo sind wir überhaupt? Katze will.
kenne ich nicht. Oder A2. Das Gewill. Sergeant Magnuson, hierher! Wir jagen die Brücke jetzt gleich hoch! Bombe ist scharf! Weg hier! Ach so, das mache ich gar nicht, okay. Aber dann schauen wir uns doch mal an. Spektakel. Und? Boom! Numero uno. Perfekt. So muss das sein. Wo immer jemand in die Tür eintritt, bitte. Keegan, ich suche einen Weg durch die Sümpfe. Folgen Sie mir. Okay. Ich glaube, wäre schon mal erreicht. Es ist sehr ruhig hier gerade. Das ist verdächtig. Ich muss mal kurz mal hier oben. Wenn ich vielleicht irgendwo so ein Waffenabdruck liegt. Hm? Fällt sie davon? hier also weiter. Wir haben Berichte über deutsche Panzer in der Gegend. Oh nö. Ausschau nach allem, was eine Bazooka haben könnte. Die Bazooka-Teile, okay. Hab ich es getroffen oder nicht? Das scheint auf jeden Fall tot zu sein. So, weg mit dir. Schön. Vielleicht finden wir dort Nachschub. Lalalala, da ist ja noch einer. Hilfe. Okay. Einmal kurz erholen. Alter. Also ich glaube, eine ungenauere Waffe gibt es hier auch nicht, oder? MP40 mochte ich eigentlich immer sehr, weil ich eigentlich immer relativ genau bei den alten Teilen zumindest. Hört auf, mit Granaten zu pfeffern. Da kann ich auch. Bitteschön. Oh, ich habe erwischt. Schön. Gefällt mir. So, einmal Munition. Noch mehr Munition. Und hier ist das erste Teil der Panzer voraus. Hervorragend. Okay. Ich dachte schon, ich würde jetzt dafür eine Waffe aufgeben müssen. Oh, jetzt kommen hier wieder andere Leute. Hilfe, Hilfe! Nein, ah, ich bin tot! Ich bin tot! Scheiße. Ach, egal, scheiß auf Medaillen. Da ging aber auch schnell, dass ich jetzt tot war, ne? Wow. Ich bin überrascht. Wir haben Berichte über deutsche Panzer in der Gegend. Bla, 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 bla. Allem, was eine Bazooka haben bla, 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 bla. Boah, die Gegner haben einfach jetzt auch bessere Waffen. Es kann auch sein, dass ich deswegen schneller tot bin. Also aber jedes Gesundheitsupgrade, was ich jetzt natürlich bekommen könnte, würde mir natürlich die Arbeit hinterher deutlich vereinfachen, gehe ich mal von aus. So. So, leck mich am Arsch. So, müsste doch eigentlich noch irgendwo jemand sein, oder bin ich... Uff. Dankeschön. So, wer hat mich denn hier gerade so schnell kaputt gemacht? Das ging ja wirklich ratzefatze. Hat mir nicht gefallen. Alter, der ist es. Mit was schießt der denn da? Alter, Vater, nicht schlecht, Jung. Oh, ich habe kaum noch Platz auf der Festplatte, sehe ich gerade. Okay, vor dem Sack muss ich mir auf jeden Fall in Acht nehmen. Der ist gut, der kann das. Ja, ich würde dieses Teil bis für heute zumindest jetzt eigentlich nochmal gerne beenden wollen. Und zwar lieben gerne. Ich schon zweimal getötet, der Sack. Als nie aus. Ach, schön, das ist jetzt sowieso egal. Kann ich den Silverstar jetzt sowieso wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Ja, komm schon. Alter, ich halte es nicht aus. Ich hab den doch, Alter, also wenn ich den irgendwo hingeschossen habe, dann auf jeden Fall in den Kopf. Alter, was ist los? Also ohne Kimme und Korn zu schießen, bringt mal so gar nichts, kann das sein? Ich werde jetzt weg. Der lebt noch! Ey, ohne Scheiß! Wie viel Blei habe ich denn gerade in den Kopf geschossen? Ich rall's wirklich nicht. Okay, irgendwo ist hier noch jemand. So, okay. Das ist ein Teil einer
Stört, der ist tot, ne? Ist immer noch einen roten Punkt. Wo lebst du denn noch? Ey, die Waffe ist echt scheiße. Muss ich leider mal so sagen. Okay, ist endlich tot, ey, meine Herren. Die Waffe auf jeden Fall haben. Alter, was ist denn hier los? Warum? Ich habe doch sonst immer viel mehr ausgehalten.